Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Secret Files 2. Ja, in der letzten Folge sind wir von einem Schiff geflohen. Ich muss erstmal überlegen, weil das war wieder ein anderer Tag. Und der gute Herr hier neben uns, also unser Lebensretter, hat erzählt, dass er zuckerkrank ist. Dann schauen wir mal, hier Ich liegen so hoffe, einige darin Sachen findet sich rum. noch was Brauchbares. Einiges ist schon ein bisschen feucht geworden, aber das hier kann ich bestimmt noch anziehen. Okay, ihr scheint auch kalt zu sein. Mein Koffer! Unfassbar, dass der hier angeschwemmt wurde, wenn ich überlege, wie gering die Chancen dafür sind. Ach, das waren sogar ihre Sachen. Ich habe mich schon gewundert, dass das ihre Größe war. Ich denke, das ist auch ihre Hand. Ah, nee, ihre Handtasche hatte wir, glaube ich, dabei. Ach nee, unsere ganzen Sachen sind weg. Ach. Die hat auch schon bessere Tage erlebt. Okay. Da komme ich nicht ran. Hoffentlich ist da was drin, was meinem ohnmächtigen Freund hier weiterhilft. Irgendwas gegen Unterzuckerung wäre optimal. Okay. Auf den Schildern scheinen Ortsnamen zu stehen, aber von hier aus kann ich die nicht erkennen. Grand Hammerow oder sowas. In die Richtung müssen wir, wenn wir dahin wollen. Hier ist ein Rechen. Macht hier ein Rechen. Aber Nina packt erstmal alles ein. So. Ich habe jetzt so spontan eine Idee, ob man eventuell damit was verlängern kann, um das runterzuziehen. Ich sollte mir etwas Wurftauglicheres suchen. Etwas Wurftaugliches. Okay. Die Handtasche vielleicht? Vielleicht könnte ich es schaffen, die Handtasche bis dorthin zu schleudern. Aber ich würde mal sagen, da ist nicht genug Bums. Oder fachlich ausgedrückt, kinetische Energie dahinter. Das ist eine Handtasche. Also, hallo? Wenn Frauen Handtaschen schwingen, da ist immer genug Wumms hinter. Okay, ein Aktenkoffer. Dann wollen wir doch mal sehen. Ein paar wertlose Akten und ein Schokoriegel. Jetzt wollte ich gerade mal einen Schluck trinken, aber Schokoriegel ist gut. Gute Idee. Der Zucker im Schokoriegel wird ihm bestimmt helfen. Aber ich befürchte, dass er in seinem jetzigen Zustand nicht in der Lage ist, ihn zu kauen. Was Trinkbares wäre besser. Ist das dein Ernst? Müssen wir da jetzt noch trinkbare Schokolade draus machen oder was? Oder müssen wir tatsächlich was anderes finden? Ein Rad. Ja. Warum auch nicht? Keine Ahnung, wozu dieses Rad mal gedient hat. Keine Ahnung, wie groß deine Handtasche ist, Nina, aber ich finde es toll, dass wir alles mitnehmen können. Ein schmutziges Stück Blech. Rettungswesten Hier sind wurde natürlich gleich eine immer ganze wichtig. Ladung Rettungswesten angeschwemmt. Nimm dir mal direkt eine. Ich nehme mal eine mit. Genau das. Wieso nimmst du nicht direkt zwei? Ich meine, er möchte vielleicht auch noch eine Wenn ich noch haben. mehr brauche, dann weiß ich ja, wo ich sie finde. Vorläufig reicht mir eine. Das stimmt doch gar nicht. Oh, eine Autobatterie. Wir haben zwar kein Auto, aber vielleicht hilft die ja noch. Was ist das hier? Harpune. Ach du Schande. Eine Harpune für Sporttaucher. Es sind auch ein paar Pfeile dabei. Okay, das ist schon mal. Müssen wir uns jetzt auch noch gegen irgendwelche Haie wehren, Ich oder? muss aufpassen, dass mir das Ding nicht ausläuft, sonst könnte mir die Säure die Hände verätzen. Säure, okay. Da scheint eine ganze Menge Strom durchzufließen. Aus dem Kabelende sprühen Funken und drumherum sieht alles verkohlt aus. Oben am Mast hängt ein Kasten. Da sind vermutlich Sicherungen drin. Hochklettern kann ich den Mast bestimmt nicht. Das war schon im Schulsport nicht meine Stärke. Und der hier ist auch noch feucht und schmierig. Das wird nichts. Du hast ja noch ein paar andere Sachen, die du vielleicht nutzen kannst. Und Feuerwehrschlauch, den braucht man doch immer mal.
und Werkzeugkoffer. Sehr schön. Den bräuchte ich im anderen Spiel. Da brauche ich mich eigentlich einen Werkzeugkoffer für meinen Truck. Da sind Warnzeichen drauf. Sowohl für brennbar als auch für ätzend. Ein Rest Flüssigkeit ist immer noch im Fass. Das kommt mir jetzt sehr verdächtig vor. Die Frage ist nur, ohne jetzt einen speziellen Verdacht zu haben, wird uns das wahrscheinlich nicht allzu viel bringen. Ich muss aufpassen, dass mir das Ding nicht ausläuft. Sonst könnte mir die Säure die Hände verätzen. Naja. Da waren wir schon. Ein Feuerwehrschlauch. Ziemlich breit, recht lang und relativ schwer. Gehörte vermutlich zur Ausstattung eines Schiffes. Nee, echt? Darin findet sich bestimmt jede Menge brauchbares Werkzeug. Leider ist er verschlossen. Ja, super. Jetzt kriegen wir den auch nicht auf, oder was? Kleiderständer. Können wir den irgendwie nutzen, um ihn aufzubrechen? Scheint nicht. Okay, dann würde ich sagen, dass wir erstmal zum Durchgang gehen. Kleine Steine? Viele kleine Steine. Ja, dann haben wir zumindest auch noch ein paar kleine Steine mitgenommen, die wir nicht brauchen. Oder wahrscheinlich irgendwann mal brauchen. Schild und so weiter haben wir alles angeguckt. Stromkabel haben wir auch angeguckt. Schauen wir nochmal, ob wir hier wirklich alles angeklickt haben. Außer den Ausgang jetzt natürlich. Ja, da haben wir soweit auch alles. Dann komme ich da ohne Probleme. Nur zurück könnte es problematisch werden. Ich versuche erstmal hier nach Hilfe für meinen bewusstlosen Begleiter zu suchen. Ist das jetzt dein Ernst? Ach so. Moment. Sie hat aber doch gesagt, sie braucht was mit mehr Wumms. Probieren wir das mal. Wenn ich Pech habe, dann spießt der Pfeil den Arztkoffer einfach auf und tackert ihn dort oben fest. Und in Anbetracht meiner derzeitigen Situation kann ich nicht gerade behaupten, dass ich vom Glück verfolgt werde. Brauchen wir denn die Batterie aus dem, also beziehungsweise die, was hat sie gesagt, Sicherung aus dem Kasten? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Sonst würde ich nämlich sagen, ob wir mal gucken können, ob wir irgendwie an den Kasten rankommen. Oder Moment. Ich habe noch eine andere Idee. In der Handtasche lassen sich die Steine deutlich besser transportieren. Ja, sag mir bitte, dass das geht. Sag mir bitte, dass das geht. Sie macht was. Mal sehen, ob das ein neuer Rekord im Handtaschenweitwurf wird. Yes. Ich bin ja so unglaublich genial. So was Ähnliches habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, jetzt haben wir zwei Eimer noch dazu. Beide sind leer. Ein handlicher Eimer. Ein handlicher Eimer. Da ist nichts drin. Mal schauen, ob sich da drin was Brauchbares finden lässt. Mist, kein Medikament gegen Unterzuckerung. Nur ein paar Mullbinden. Ich muss mir also was anderes einfallen lassen. Okay, also der Werkzeugkoffer ist zu. Wir haben Mullbinden. Ich muss aufpassen, dass mir das Ding nicht ausläuft. Sonst könnte mir die Säure die Hände verätzen. Läuft sie denn schon aus? Also ich verstehe es so, sie läuft noch nicht aus. Die Frage ist, könnte man... Oh, könnte man eventuell... Die Autobatterie enthält eine starke Säure. Wenn ich ein wenig davon in das Schloss träufle, sollte das reichen. Ja, hat geklappt. Perfekt. Also dann läuft sie wirklich schon aus. Das war nämlich jetzt die Frage. Er enthält eine stattliche Sammlung an Werkzeug. Aber ich lasse es lieber mal, wo es ist. Okay, aber dann haben wir zumindest schon mal Werkzeug. Können wir das irgendwie noch kombinieren oder so mit irgendwas? Hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt. Aber
Die Frage ist, wenn sie jetzt erstmal nicht weggehen will, dann denke ich, dass wir noch irgendwie hier oben, weil sie sagt das so komisch. Oben am Mast hängt ein Kasten. Da sind vermutlich Sicherungen drin. Ist jetzt nur die Frage, wie kommen wir jetzt da hoch? Kleiderständer, den können wir nicht nehmen, um da irgendwas zu machen. Mit dem Rechen auch nicht. Na, das Rad kann man ja schlecht irgendwo befestigen. Blech wird uns auch nicht weiterhelfen, aber ich meine, es ist ein Point and Click, ne? Wir versuchen jetzt mal einfach alles. Die Schwimmweste einfach so da drumherum vielleicht hängen, hilft auch nicht. Ja gut, Autobatterie. Würdest du wahrscheinlich sagen, das möchte sie nicht machen, ne? Das da so dran zu halten, damit das eventuell. Oh, Moment. Um die Batterie aufzuladen, bräuchte ich ein Ladegerät. Einfach das Stromkabel ranzuhalten, wird nicht viel bringen. Also muss man doch die Autobatterie mit dem Stromkabel verbinden. So was habe ich mir nämlich schon gedacht. Ja, Buhne bringt uns nicht. Oder? Ich wollte schon immer mal mit so einem Ding rumballern. Nein. Echt jetzt? Zum Glück ist im Werkzeugkasten eine gut isolierte Zange. Dann wollen wir mal. Der Strom ist jetzt aus. Ach so, deswegen. Durch die Pfeile im Strommast kommt man jetzt zumindest etwas leichter an den Sicherungskasten. Okay. Moment, dann. Um die Batterie aufzuladen, bräuchte ich ein Ladegerät. Einfach das Stromkabel ranzuhalten, wird nicht viel bringen. Haben wir denn sonst noch. Boah. Haben wir denn sonst noch irgendwas, was wir kombinieren können? Ich glaube, den Werkzeugkoffer hatte ich eben schon mal. Weil so langsam gehen auch mir die. Ich werde ihn mal mumifizieren. Was? Ein fachmännisch verbundener Eimer. Okay, ich habe nicht gedacht, dass wir das machen können, sollen, wie auch immer. Aber sieht schon geil aus. Ach so, den Eimer, können wir den nicht irgendwie ins Wasser tun? Aber ich glaube, das Wasser können wir nicht extra, extra anvisieren, ne? Okay, also die. Ich könnte den Eimer an einen der Kleiderhaken hängen. Na, dann machen wir das doch mal. Ja, und jetzt? Ich habe einen Eimer an den Kleiderständer gehängt, wozu auch immer das gut sein mag. Ich habe keine Ahnung. Es sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Aber das klingt so, als ob man damit eventuell auch noch irgendwas machen könnte. Oder auch nicht. Moment, wo waren wir denn jetzt? Beim Feuerwehrschlauch, glaube ich, ne? Mit dem. Ich könnte den Oh. Schlauch mal provisorisch aufrollen. Okay. Ich habe den Schlauch um die Radnabe gewickelt. Ich habe keine Ahnung, wofür das jetzt wiederum gut ist. Aber gut. Ich wollte eigentlich nur ausprobieren, ob wir hier irgendwas kombinieren können. Aber da kommen echt lustige Sachen raus. Das ist schon irgendwie echt. Ja. Wo waren wir jetzt? Batterie, Moment. Das nicht gerade hier grün geflackert? Habe ich nur falsch geguckt, denke ich mal. Okay, dann haben wir noch das Blech. Das muss doch eigentlich auch irgendeine Bewandtnis haben. Oh. Wenn ich das Blech ein bisschen biege und zwischen die Zinken. Ja, das klappt. Was haben wir denn jetzt daraus gemacht? Ah! Oh! Manchmal bin ich schon stolz darauf, was mir so alles einfällt. Ja. Ja. die kann man jetzt auch nicht mehr kombinieren, denke ich mal, oder?
Mit dem Schokoriegel? Das Blech ist rostig und völlig verdreckt. Da würde ich nicht mal dreifach verpackte Lebensmittel drauflegen. Ja, was das soll, weiß ich auch. Hä? Achso, ich habe jetzt nichts mehr. Okay. Achso, ich habe auch nur noch eine Seite. Aber wofür brauchen wir jetzt die Schaufel? Wir haben doch hier gar nichts zum Graben. Ne, hier. Moment, hier ist das Meer. Können wir da... Nee, das geht nicht. Na gut, jetzt habe ich den Eimer auch nicht mehr, um da Wasser reinzumachen, ne? Oh, Moment. Gute Idee. So bekomme ich relativ sauberes Wasser. Und was bringt mir das jetzt? Eimer mit Wasser. Das Wasser im Eimer sieht halbwegs sauber aus. Aber jetzt ist der auch nicht mehr bandagiert, ne? Also es muss ja irgendwie... Oder ich soll damit wirklich den Schokoriegel... Oh. Wenn ich den Schokoriegel in das kalte Wasser schmeiße, schwimmt er nur darin herum. Und dann? Ja, wir müssen Feuer machen, aber... Aber wie? Haben wir irgendwo eine Stelle? Das Fass vielleicht? Ne, beim Fass, da war ja irgendwas Ätzendes, glaube ich, drin, ne? Da sind Warnzeichen drauf. Sowohl für brennbar als auch für ätzend. Ein Rest Flüssigkeit ist immer noch im Fass. Wobei, wenn das brennbar ist, das ist doch eigentlich schon mal gut. Die Frage ist natürlich nur, das waren die, die wir eben gefunden haben. Die Akten aus dem Aktenkoffer. Rechnungen und anderes belangloses Zeug. Genau, vielleicht sollten wir die mal... Die können wir nicht ins Fass machen. Ach so, Moment. Aber da ist jetzt kein Saft drauf, ne? Wenn ich die Akten noch etwas zerkleinere, dann sollten sie gut brennen. Oder so. Aber wie kriege ich das dann rauf auf den Mast, runter vom Mast. Rauf auf den Mast, runter vom Mast. Wer bin ich, Tarzan? Juhu, es hat funktioniert. Die Akten haben Feuer gefangen. Der Strom ist jetzt aus. Ja, ist jetzt nur die Frage, wie kriege ich das jetzt rüber? Mit der Schaufel vielleicht? Ah, okay. Feuerschaufel. Ja, super. Dann tun wir die mal ins Fass. Hoffentlich gibt's hier nicht gleich eine meterhohe Stichflamme, die mir die Frisur ruiniert. Wenn du die Schaufel benutzt, Nina, dann prima. Nicht. Jetzt habe ich ein richtig schönes Feuer, das hoffentlich eine Weile brennen wird. So, jetzt ist die Frage, wir müssen den Eimer irgendwie da drüber halten will ich den nicht. Das riecht dann wieder so ekelhaft nach verbrannter Haut. Und das Feuer zu löschen macht auch keinen Sinn. Bin ja froh, dass es endlich brennt. Kann man den auch dranhängen? Ich werde mal das Wasser in den Eimer am Kleiderständer schütten. Okay. Also, was wollen wir denn heute Leckeres kochen? Ja, das, was ich schon die ganze Zeit versucht habe. Gute Idee. Aber ich werde vorher mal etwas von dem Wasser wegschütten. So viel brauche ich für diesen kleinen Schokoriegel bestimmt nicht. So, besser ist das. Soupe au Chocolat. Mit dem Rezept könnte ich locker in jeder Kochshow auftreten. Der Schokoriegel ist mittlerweile geschmolzen. Ich hänge den Eimer mal wieder ab. Schmeckt zwar bestimmt immer noch etwas salzig, aber in diesem Fall heile ich der Zweck die Mittel. Ja, dann hoffe ich mal. Braucht man noch irgendwas anderes? Ich denke mal nicht. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt klappt. Hier, trinken Sie. Das wird Ihnen helfen. Vielen Dank. Das war bitter nötig.
Gern geschehen. Jetzt lieg ich in unserem Wettkampf der Lebensretter eins vorn. Sie schulden mir also was. Ja, da haben Sie vermutlich recht. Ich nehme an, Sie wollen ein paar Antworten auf Ihre Fragen. Man hat mich bestohlen, niedergeschlagen, auf mich geschossen. Und dann wäre ich auch noch beinahe ertrunken. Ein paar Antworten sind da das Mindeste, oder? Gut, fangen wir an. Zunächst einmal, mein Name ist David Korell. Ich bin Vikar in Berlin und beschäftige mich im Auftrag der Kirche mit Sekten und den Gefahren, die von ihnen ausgehen. Angenehm, Nina Kalenko. Freut mich sehr. Also, wie gesagt, ich beschäftige mich mit außerkirchlichen Vereinigungen. Vor einiger Zeit bin ich auf eine neue, sehr aggressive Sekte namens Puritas Cordis gestoßen. Die Sekte dieses Fernsehpredigers Pat Shelton? Genau. Anscheinend glaubt Puritas Cordis an die Weissagungen eines obskuren französischen Propheten aus dem 17. Jahrhundert namens Zandona. So eine Art Nostradamus? Ja, aber die Weissagungen von Nostradamus waren sehr vage und vielfältig interpretierbar. Zandona hingegen prophezeite sehr konkret bevorstehende Katastrophen. Und zwar in einer fest definierten Reihenfolge, gipfelnd in der Apokalypse. Zandona. Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört. Ich habe in alten Kirchenarchiven nach ihm gesucht. Mit wenig Erfolg. Gibt's gar nichts über Zandona? Nicht viel. Zumindest nicht mehr. In den zentralen Registern fehlen bändeweise Unterlagen aus der betreffenden Zeit. Und in anderen Archiven sieht es auch nicht besser aus. Fast alle Unterlagen, in denen etwas über Zandona stehen könnte, sind verschwunden. Vor 2 Wochen tauchte ein hunderte Jahre altes Pergament in Cambridge auf. Es handelte sich um den Brief einer Nonne, in dem Zandona erwähnt wird. Das ist der Brief, den Sie jetzt bei sich tragen. Oh, und den haben die Typen auf dem Schiff gesucht. Ich denke schon. Jedenfalls ist er eine Gefahr für alle, die ihn besitzen. Na toll. Der Letzte, der vor Ihnen den Brief hatte, war mein Kollege Patterson. Er wollte in Nordfrankreich einigen Hinweisen aus dem Brief nachgehen. Er war es, der Ihnen im Hafen den Brief zugesteckt hat. Vermutlich wurde er verfolgt. Und als er das bemerkte, hat er Ihnen den Brief zugesteckt. Keine Sekunde zu früh. Der Herr sei seiner Seele gnädig. Und jetzt hab ich ihn. Zu meinem großen Bedauern? Ja. Es tut mir leid, dass Sie in die Sache hineingezogen wurden. Ich habe den angeblichen Unfall am Hafen beobachtet. Mir war klar, dass er den Brief jemandem zugesteckt hatte. Deshalb bin ich an seiner Stelle an Bord gegangen. Ich wollte verhindern, dass der Brief in falsche Hände gerät und dem neuen Besitzer etwas zustößt. Menschen werden wegen eines uralten Briefs ermordet? Was steht denn da so überaus Brisantes drin? Ashford, England. Anno Domini 1681. Nun, da sich mein graues Leben dem ebenso grauen Ende zuneigt, bringe ich endlich den Mut auf, das Erlebte niederzuschreiben. Noch heute zittern meine Hände, wenn ich an die armen Seelen von Gatineau denke. Nie werde ich sie vergessen. Die schreienden Frauen, die brennenden Häuser, die weinenden Kinder. Ein flammendes Inferno. Genau wie er es vorhergesagt hat. Genau wie jede der Katastrophen, die er vorhergesagt hat. Er mag ein Mann des Glaubens sein, dieser Zandona. Er mag ein Prophet sein. Aber ist er auch ein Mann Gottes? Müßig darüber zu sinnieren. Ich habe versagt. Der Schlüssel lag in meinen Händen. Der Schlüssel, all die noch drohenden Katastrophen aufzuhalten, den Lauf der Dinge zu ändern. Die brennenden Berge, die große Flut, die Apokalypse. Vielleicht lag es an mir, sie zu verhindern, doch mein Glaube war schwach. Der Schlüssel lag all die Jahre gut versteckt in den Ruinen von Gatineau. Und der Heilige, der mir den Weg dahin wies, erschien mir jede Nacht im Traum. Aber um dorthin zurückzukehren, war meine Furcht zu groß. Ich habe versagt. Und so bleibt mir nur die Hoffnung. Die Hoffnung, dass jene nach mir kommenden Brüder und Schwestern nicht wie ich den Irrlichtern der Angst, des Zweifels und der Schwäche erliegen mögen. Die Hoffnung, dass sie den einzigen noch bleibenden Weg tapfer beschreiten. Stark im Glauben und furchtlos in der Tat. Ich bete zu Gott, dass es so sein möge. Denn sonst werden auch die letzten Prophezeiungen eintreten und unser aller Schicksal ist besiegelt. Möge der Herr mit euch sein. Möget ihr stark genug sein, den Schlüssel zu nehmen und euch dem von Zandona prophezeiten Ende entgegenzustellen. Vergebt mir, Schwester Elise. Klingt nicht gut. Nicht gut?
Schwester Elise kündigt mehr oder weniger direkt die bevorstehende Apokalypse an. Ach, kommen Sie, man kann's auch übertreiben. Haben Sie die Flutwelle schon vergessen? Wie könnte ich? Sehen Sie. Und was stand in dem Brief? Ich... Da stand etwas von einer angekündigten Flut. Das kann doch aber auch Zufall... Und rein zufällig gehen einige Leute über Leichen, um an diesen Brief zu gelangen? Und rein zufällig tritt in den letzten Wochen in kurzem Abstand ein Großteil genau jener Katastrophen auf, die Zandona prophezeit hat? In genau der angegebenen Reihenfolge? Die da wäre? Zunächst Pestilenz und Krankheit. So wie bei der Seuche in Westafrika, vor der noch immer Millionen auf der Flucht sind. Sie meinen wirklich, das sei der erste Vorbote? Und dann? Als nächstes die Bestrafung der Habgierigen. Die brennenden Ölfelder im Nahen Osten, die zu der schweren Wirtschaftskrise geführt haben? Vermutlich. Dann kommt ein Krieg. Da gibt's mehr als nur einen, aber der grausamste ist wohl der Bürgerkrieg in Südamerika, der durch den Zusammenbruch des Finanzsystems ausgelöst wurde. Erdbeben. Japan. Brennende Berge. Die Vulkanausbrüche in Südostasien. Gefolgt von einer Sintflut. Die haben wir ja selbst erlebt. Sie machen mir Angst. Tut mir leid, aber so lautet die Prophezeiung des Zandona. Und das ist es auch, was die Sekte Puritas Cordis predigt. Ich weiß nicht, was der Schlüssel ist, von dem Schwester Elise in ihrem Brief spricht. Aber sie ist ja der Meinung, dass sich mit diesem Schlüssel die Prophezeiungen aufhalten lassen. Wie sollen sich Prophezeiungen aufhalten lassen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wenn es irgendeine klitzekleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass nach all diesen Katastrophen die Apokalypse naht, dann haben wir alle ein ziemliches Problem. Und wenn es eine genauso klitzekleine Möglichkeit gibt, diese Apokalypse zu verhindern oder zumindest entsprechende vorbeugende Maßnahmen zu treffen, dann sollten wir diese Möglichkeit nutzen. Okay, Sie haben recht. Ich kann oder will zwar nicht an die Erfüllung von irgendwelchen Prophezeiungen glauben, aber hinterher auf einer Wolke zu sitzen, runterzuschauen und zu sagen, hätte ich doch bloß, ist vermutlich auch keine optimale Alternative. Was schlagen Sie vor? Wir müssen nach Gatineau. Das ist wo genau? Die Stadt verschwand bereits vor Jahrhunderten aus den Geschichtsbüchern. Aber vor einigen Jahren hat man die Ruinen einer kleinen Stadt entdeckt, die für die Überreste von Gatineau gehalten werden. Und wenn dort noch etwas zu finden sein sollte, dann müssen wir es finden, bevor es jemand anders tut. Oder bevor es zu spät ist. Dann sollten wir uns sofort auf den Weg machen. Da hinten geht's zu einem weiteren Strandabschnitt. Vielleicht finden wir dort etwas, womit wir von hier wegkommen. Dazu brauche ich aber Ihre Hilfe. Da geht's nämlich ziemlich steil runter. Das sollte gehen. Ich bin zwar noch nicht wieder das blühende Leben, aber für etwas Hilfe bei einer Kletterpartie wird es schon reichen. Wenn Sie wieder zurück wollen, sagen Sie einfach Bescheid. Ich helfe Ihnen dann hoch. Gut, ich schaue mich hier mal etwas genauer um. Tun Sie das. Vielleicht können Sie das Boot da drüben irgendwie wieder fahrtüchtig machen. Und es wäre auch gut zu wissen, wo wir uns eigentlich befinden. Ja, das wäre es in der Tat. Allerdings, da wir jetzt hier offenbar wieder einen neuen Abschnitt haben und so ein bisschen am Limit unserer Zeit sind, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.